Hallo allerseits und willkommen zur Bausatzvorstellung des Krupp 21 cm Mörser 10-16 von Tacom im Maßstab 1 zu 35. Das ist hier mein erster Tacom-Bausatz. Die haben ein paar interessante Fahrzeuge und so im Angebot, die ich mir vielleicht mal näher anschauen möchte. Aber jetzt mal zum Anfang dachte ich mir, so ein Artilleriegeschütz aus dem Ersten Weltkrieg ist ein interessantes Thema. Gibt es nicht so viel, kann man sich zulegen. Hier unten steht 2 in 1. Das bezieht sich hier auf die 10 bzw. die 16, weil der 21 cm Mörser 10, das ist ja ein Geschütz mit einem kürzeren Rohr, und hier auf der Packung seht ihr den 21 cm Mörser 16. Also man kann da zwei Versionen mitbauen. Soweit so gut, jetzt schauen wir mal rein in die Schachtel. Der Karton ist relativ massiv. Die Bauanleitung mit den Fotoetzteilen und den Abziehbildern ist in einer eigenen Tüte. Ansonsten sind alle Gießäste einzeln verpackt. Das ist sehr gut und vorbildlich. So wollen wir das haben. Schauen wir uns mal zuerst die Anleitungen an. Hier gibt es einmal eine Bauanleitung und dann eine Bemalungsanleitung. Ja, wie es sich für eine Bauanleitung gehört, hier findet man allerlei Sicherheitshinweise und Tipps. Dann hat es hier noch eine Übersicht mit allen enthaltenen Gießästen und Teilen. Kann man den Bausatz auch auf Vollständigkeit mitprüfen. Falls was fehlen sollte, kann man das reklamieren. Hier dann der Zusammenbau. Das sind ganz interessante Renderings hier. Sehr detailliert und übersichtlich eigentlich arrangiert. Es werden auch hier immer wenig Teile verbaut pro Bauschritt. Kommt man nicht so leicht durcheinander, das finde ich gut. Ich sag mal, manche Komponenten werden dann hier nochmal extra aufgeführt, wie man die zusammenbaut. Hier jetzt mit Fotoetzteilen zum Beispiel. Ja, sind aber nicht so viele Fotoetzteile. Da sollten auch Ungeübte mit klarkommen. Ja, das macht eigentlich einen guten Eindruck. Ja, das Rohr zweiteilig. Na gut, das verschwindet zu einem großen Teil auch. Sollte jetzt nicht so ein Problem sein, das später mal zu verschleifen. Normalerweise haben so Artilleriegeschütze immer die Eigenschaft, doch recht komplex zu sein, aber das sieht hier jetzt eigentlich gar nicht so schlimm aus. Dann haben wir hier jetzt die Option, einmal kurzes Kanonenrohr für die 10er Version und einmal das längere für die 16er. Und wir haben hier auch noch zwei Varianten für die Räder. Einmal mit diesen Platten und dann einmal ohne. Das ist eigentlich eine ganz schöne Bauanleitung, kurz und knackig, sollte man gut mitarbeiten können. Kommen wir jetzt zur Bemalungsanleitung. Es werden hier 7 Versionen vorgeschlagen, das ist doch ganz ordentlich. Die werden auch ganz uneigennützig, die Ammo auf MIG-Farben, ja, ich sag jetzt mal, beworben. Es gibt hier eigentlich keine anderen Vorschläge, aber ja, das kann ja jeder anders irgendwie interpretieren, was für Farben er da jetzt nehmen will. So, die erste Version ist ein Mörser 16, also mit langem Rohr, von der deutschen Armee unbekannte Einheit, mit einem sehr attraktiven Tannmuster. Zweite Version, auch ein Mörser 16, Artois. Ja, das ist, glaube ich, Nordfrankreich oder Belgien. Hier sieht fast ein bisschen aus wie so eine Hinterhaltstarnung mit den ganzen Punkten. Die nächste Version auch Mörser 16, von den Kanadiern erobert im Oktober 1918. Das ist mehr so ein Tarnmuster, das man mit der Airbrush aufsprühen kann. Ist nicht so scharfkantig, wer Pinsel nicht mag. Hier dann nochmal ein Mörser 16 an der Somme 1918. Hier dann der Mörser 10 in Rumänien. Sommer 1917, alles in Grau. Nochmal ein Mörser 10, unbekannte Einheit, Erster Weltkrieg. Auch ein schönes Tarnmuster, gefällt mir auch sehr gut. Hier ein Mörser 10, von den Kanadiern erobert, am Vimy Ridge. Das ist eine sehr bekannte Schlacht. Ich glaube, die meisten Kanadier kennen das. Im August 1917. Und das war es dann auch schon. Also doch recht gehaltvoll und umfangreich, finde ich gut. Schauen wir uns jetzt die Bauteile an. Hier der Gießast A, wie man sehen kann. Das finde ich eigentlich ganz clever gemacht. Es sind jetzt zwar nicht so viele Gießäste hier drin,
dass man da einen Überblick verlieren könnte, aber da, das ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Wenn das andere Hersteller machen würden, würde ich mich sehr freuen. Ja, hier dann die beiden Optionen für die Räder. Das sind sehr kleine und feine Nietköpfe drauf. Ist jetzt allgemein doch recht schön gegossen. Man hat hier und da minimal Fischhäute an manchen Teilen. Ist aber nicht so schlimm. Nicht so gut finde ich hier diese gigantischen Angüsse, die so in der Kurve liegen. Das ist sicherlich kein Spaß, das schön zu versäubern. Oh, und hier am Schild drei große Auswerfmarken. Die sind zwar schön flach, aber naja, groß eben. Ist ein bisschen eine blöde Stelle. Hier nochmal ein Blick aus der Nähe. Und das sieht schon recht ansprechend aus, das Ganze. Hier der Gisast B. Hier gilt eigentlich dasselbe. Ganz schön gegossen. Nur ein paar, ja, sehr große Angüsse und Verbindungspunkte zum Gisast finde ich jetzt nicht so gelungen. Kommt man aber mit klar. Auch hier wieder schöne Nietköpfe. Die Oberflächenstruktur ist vielleicht ein bisschen arg glatt. Das könnte man schöner machen. Na, hier ist noch ein bisschen Fischhaut dran. Kann man aber mit der Schleiflatte sofort entfernen. Hier der Gisast C. Endlich mal ein paar Kleinteile. Ich bin da eh ganz überrascht, dass diese Haubitze oder dieser Mörser mit doch relativ wenig Teilen auskommt. Finde ich eigentlich ganz gut. Das ist auch für Anfänger, glaube ich, eine ganz dankbare Sache. Ja, auch ein paar filigrane Streben und Stangen. Ja, da muss man wahrscheinlich ein bisschen versäubern später hier mit diesen Zylindern. Ich weiß nicht genau, was das ist. Sollte aber zu schaffen sein. Sieht wirklich hervorragend aus. Am Gisast D findet man dann die beiden Kanonenrohre. Hier das lange hat es ein bisschen verbogen in der Schachtel. Ist auch kein Wunder. Sind innen glatt. Ich weiß auch nicht, ob es das echte Geschütz ja, einen gezogenen Lauf hatte oder ein glattes Rohr. Wahrscheinlich gezogen, aber ist jetzt nur Spekulation. Hier dann diese Platten. Das gehört dann auf unsere Räder drauf. Also, ja. Wenn wir jetzt die anderen Laufrollen, dann braucht man eigentlich nur die Teile hier. Auch hier macht das Ganze einen sehr guten Eindruck. Sehr hohes Niveau. Gefällt mir sehr gut. Vier Polycaps liegen bei. Die gehören ja, an die Wiege und an die Laufrollen. Ist ein bewährtes System, finde ich immer wieder gut. Die Ersatzteilplatine ist sehr klein. Sind noch ein paar nützliche Teile drauf. Ihr seht, es ist wirklich verrückt, wie dünn das eigentlich ist. Da muss man echt aufpassen, dass man da nichts kaputt macht und verbiegt, wenn man es nur in die Hand nimmt. Wird natürlich dann am Modell auch entsprechend filigran wirken. Scheint auch recht weich zu sein. Also ich denke da, wie ausglühen, weichglühen, kann man sich da eigentlich sparen. Der Abziehbilderbogen ist sehr klein. Wir haben auch nur zwei Abziehbilder, die an ein Geschütz gehören, nämlich das kanadische, das am Vimy Ridge erobert wurde. Und das hat hier einfach ja den roten und den weißen Schriftzug. WPG, das steht wahrscheinlich für Winnipeg. Das ist eine Stadt in Kanada, aber so ganz genau weiß ich das auch nicht. Das können mir ja die Kanadier vielleicht erklären. Ansonsten machen die Abziehbilder einen guten Eindruck. Sind ja, schön gedruckt, der Trägerfilm ist auch nicht so groß. Ja, die sollten sich eigentlich ganz gut verarbeiten lassen. Ist natürlich jetzt mein erster Tacom-Bausatz. Da kann ich jetzt über die Abziehbilder auch nur Vermutungen anstellen, aber der erste Eindruck ist schon mal ja, ganz gut. Da es jetzt mein erster Tacom-Bausatz ist, fällt es mir da jetzt schwer, irgendwelche allgemeinen Prognosen da über den Bausatz zu treffen. Der erste Eindruck ist auf jeden Fall ziemlich gut. Es gibt ein paar Sachen, die mich stören, zum Beispiel die großen Angüsse, finde ich, sind jetzt nicht so clever gemacht. Und ich finde auch ein bisschen schade, dass keine Munition beiliegt, zumindest ein oder zwei Granaten wären, glaube ich, ganz interessant gewesen, weil die wahrscheinlich doch ziemlich groß sind. Und wenn man dann noch vielleicht eine Figur dazu tut, dann hat man da einen schönen Größenvergleich. Also das hätte ich mir jetzt noch gewünscht.
Das Geschütz ist recht komplex eigentlich, aber der Bausatz dazu eher weniger. Die Teileanzahl ist doch recht begrenzt. Das sollte eigentlich ja, ganz flott zum Bauen gehen. Anfänger sollten es mögen und die erfahrenen Modellbauer werden es sicherlich auch genießen, mal was auf die Schnelle zusammenkleben zu dürfen. Für alle Zweiter Weltkrieg-Freaks, die von so einem Geschütz aus dem Ersten Weltkrieg vielleicht ein bisschen gelangweilt sind, die Kanonen wurden auch in den Anfangsjahren des Zweiten Weltkriegs noch verwendet. Da hat man also eine Menge gestalterische Möglichkeiten. Es ist nicht nur Erster Weltkrieg, sondern auch Reichswehrzeit und dann Beginn des Zweiten Weltkriegs. Der Bausatz kostet so normalerweise gute 30 Euro. Das finde ich ist eigentlich ganz angemessen. Man hat Fotowetzteile und ja, viel Gießäste drin. Ja, finde ich eigentlich ganz okay. Ist ein angemessener Preis. So, das war's auch schon mit der Vorstellung. Ich hoffe, euch hat's gefallen und wir sehen uns wieder im nächsten Video. Euer Harry Kabakas.